Hallo liebe Filmfreunde, hier ist euer 4Heathen80 mit einem neuen Mediabook Unboxing Video für euch. Und ich bekam ein Paket von Brett Media und da sind die beiden Mediabooks drin gewesen, die es exklusiv bei Brett Media zu kaufen gibt, nämlich hier einmal Blackjack von John Woo und einmal Rise of the Food Soldier. Und diese beiden Filme habe ich selbst noch nicht gesehen, also alles beide meine Erstsichtungen. Ich bin schon sehr gespannt. Und wir fangen erstmal an mit John Woos Blackjack. In Hauptrollen haben wir nämlich hier den Dolph Lundgren, einem mit meinen Lieblings-Action-Darstellern. Nicht so wirklich. Regie für hier eben John Woo, ist aus dem Jahr 1998, wurde direkt für den TV produziert. Sollte wohl auch eine Pilotfolge sein und daraus eine Serie entstehen, aber es wurde nie eine Serie entstanden. Und ja, der Film geht 112 Minuten, hat auch einiges an Extras dabei, eben die DVD-Version, dann die TV-Fassung, deutscher Vorspann, Behind-the-Scenes, Artwork-Galerie und eine Bildergalerie. Das ganze Mediabook ist das KVA-Motiv, ist auf 350 Stück limitiert. Und es gibt auch noch ein Cover-B-Motiv, das Ganze schaut hier so aus, ist auf 150 Stück limitiert. Und noch ein Cover-C, das ebenfalls hier so ausschaut, ist ebenfalls auf 150 Stück limitiert. Und muss ganz ehrlich gestehen, mir gefällt dieses Motiv am besten, aber ich schwenke es mal wieder verschieden. Und ich bin schon sehr gespannt auf das Mediabook an sich, denn das Cover-Motiv könnte wirklich so darstellen, dass eben hier eventuell ein Glanzeffekt mit dabei ist von dieser Scherben, von diesem Einschussloch. Aber wir machen einfach mal das Mediabook auf und gucken es mal an. Hier die Nummer 227 und wir öffnen mal die Verpackung, wo ist jetzt die Tür? Aber leider haben wir das hier nicht. Finde ich ein bisschen schade, denn das wäre echt sehr gut gekommen. Und so schaut das ganze Mediabook aus. Ich finde das Motiv ein bisschen dunkler im Gegensatz zu dem Produktfoto, wo es mal gesehen hat. Jetzt hier schaut es ein bisschen heller aus, aber wir haben hier leider keine so Special Effects wie zum Beispiel einen Glanzeffekt. Das ist hier echt cool gekommen, eben hier John Woo Blackjack, aber dafür ein Motiv, was wirklich sehr schön gezeichnet ist, gefällt mir wirklich sehr gut. Hier nochmal das ganze Motiv und dann eben dann das Bein oben, das Brett Media Logo, dann haben wir hier Blackjack und unten das Blu-ray Disc und das DVD Logo. Und hinten drauf schaut das Ganze so aus, auch da ein bisschen dunklere Bilder drauf und hier die Inhaltsangabe zu dem Film und hier die ganzen technischen Daten und die ganzen Extras, hier die Credits und hier mal Limitierungsnummer und hier ganz klein geschrieben eben Cover A limited auf 350 Stück und hier Nummer 227. So, bin ich schon gespannt, was in dem Buch da schon drin steht und das werden wir gleich mal angucken. Wir gehen mal in die Ego-Perspektive und gucken uns mal das Mediabook von innen an. Bis gleich. Jetzt sind wir in der Ego-Perspektive. Jetzt gucken wir uns mal an. Und hier nochmal John Woos Blackjack. Wie gesagt, hier haben wir keinen Glanzeffekt. Finde ich ein bisschen schade. Hier haben wir den Spine. Und hier haben wir die Rückansicht. Hier können wir gleich mal durchlesen, was es bei dem Film geht. Klingt auf jeden Fall sehr interessant. Bin gespannt, wie mir der Film gefallen wird. Hier haben wir die ganzen technischen Daten und hier die Credits. Und hier nochmal ganz genau zu sehen, die Limitierungsnummer und auch auf wie viel Stück das limitiert ist. So, jetzt legen wir uns mal auf den Tisch und schlagen mal auf. Und hier haben wir schon mal ein eingenähtes Booklet, schon mal sehr schön gestaltet. Auch was ich hier cool finde, auch das zusammenhängende Bild hier, Blackjack. Und hier eben dann die Blu-ray-Disc mit eben den Cutten, genau, Blackjack 21 genau, und hier eben Blackjack der Bodyguard, ab 18 freigegeben ist der ganze Film und dann bin ich schon mal gespannt, was man über einen TV-Film so viel schreiben kann. Und hier eben eine Retrospektive von Thomas Trierweiler, hier ein Vorwort, auch hier die Bilder ein bisschen dunkel gehalten, dann der Inhalt, um was es bei dem Film geht, hier eben dann die Durchnummerierung. Auf jeden Fall sehr viel Text, muss man wirklich sagen, für einen Film, der eigentlich nur für den TV produziert worden ist. Da, wow. Hier geht es ein bisschen was über Dolph Lundgren, über seine Entstehung oder seinen Werdegang. Und hier noch in recht jungen Jahren, dann hier vom Starjournalist zum Actionautor. Und hier noch die Quellen für weiterführende Informationen.
Und hier haben wir nochmal dann die letzte Seite. Auch hier nochmal dasselbe Motiv wie auch schon auf der Blu-ray-Disc. Hier hat sich jetzt nichts verändert. Oder auch hier haben wir wieder ein zusammenhängendes Foto, wie ihr seht, mit der Flanke auf der Seite und hier eben dann ein Fadenkreuz. Und muss wirklich sagen, sehr schönes Teil auf jeden Fall und auch sehr schön verarbeitet, wie ihr seht. Da gibt es auf jeden Fall nichts zu meckern. Und ja, das war das Mediabook zu Blackjack. Und wir gehen nochmal ganz kurz zurück zum Hauptschirm. Ja, liebe Filmfreunde, das war das Mediabook zu Blackjack, was es exklusiv bei Bretz Media zu kaufen gibt. An sich ein sehr schönes, solides Mediabook, kann man wirklich sagen, ohne großen Tamtam draus. Wie gesagt, großer Kritikpunkt für mich wäre noch gewesen hier, wenn man hier ein bisschen einen Glanzeffekt aufmachen würde auf dieses Covermotiv. Einschlussloch und auch hier Blackjack wäre echt cool gekommen, aber jammern auf hohem Niveau. Das Buchteil ist wirklich sehr, sehr schön verarbeitet, auch sehr viel Text dabei zu einem TV-Film. Und ja, wie mir der Film gefällt und wie die Bildqualität von dieser Blu-ray ist, das erfahrt ihr auf jeden Fall in dem nächsten Filmtagebuch-Video von mir. Also am nächsten Montag, denn ich denke mir, ich werde diesen Film auch demnächst mal angucken, denn der Film interessiert mich auf jeden Fall schon extrem sehr. Und ja, wie gefällt euch das Mediabook? Lasst mir Kommentare da. Und wer es noch kaufen möchte, dann guckt mal bei Bretz Media vorbei. Unten in der Videobeschreibung auf jeden Fall der Kauflink. Es gibt noch alle drei Covermotive, also die könnt ihr noch frei auswählen. Und ja, das war's von mir. Und man sieht sich jetzt gleich bei dem nächsten Mediabook-Video von Rise of the Foot Soldier. Und da bin ich mal gespannt, wie mir dieses Mediabook gefallen wird. Ihr auch? Dann guckt mal nach. Bis gleich.